Angekommen in der Nähe von der Buena Vista Lodge gibt es hier auf diesem Gelände gibt es die Regenwaldaufforstung, aber auch mit verschiedenen Pflanzen für den Biogarten. Und hier läuft alles auf Selbstversorgung. Wir sind hier oben im Gebiet von Costa Rica in Guanacaste, direkt an den Hängen des Nationalparks Rincón de Yare. Und wir schauen uns gleich mal die Arbeit der Volonteure oder der Praktikanten an. Es gibt hier mehrere Sachen, was hier Freiwillige bei uns in diesem am Nationalpark Rincón de Yare machen können. Wir sehen im Hintergrund sehen wir die Hänge des Vulkans hier in Costa Rica und auch gleichzeitig am Nationalpark. Hinter mir ist das Gebiet zu sehen, der Nationalpark. Und jetzt beschäftigen wir uns mit First Aid for Wonderful Nature, auch mit der Regenwaldaufforstung. Die Regenwaldaufforstung ist mit eines der wichtigsten Sachen hier in diesem Gebiet, auch ein Fundament, sei es für Arbeit zu schaffen, sei es die Natur zu schützen, dass Tiere wieder in ihren ursprünglichen Lebensraum zurückkommen. Und das findet man hier in der Buena Vista Lodge, hoch oben auf den Bergen, im Gebiet Guanacaste. Und wir schauen uns ganz einfach mal die Arbeit der Freiwilligen an, hier in dieser Lodge, das ist ein Teilgebiet der Öko-Lodge, der Buena Vista Lodge. Und hier werden mehrere Regenwaldbäume angepflanzt. Wir gucken uns dort die Arbeit der Freiwilligen an. Hier werden gerade Setzlinge, Samen in die Erde gemacht. Das ist Sarah, eine Praktikantin bei uns in der Buena Vista Lodge. Sarah, was macht ihr da jetzt gerade? Das weiß ich auch nicht so. Keine Ahnung, wir pflanzen irgendwas. Gleich kommt der Mosko und der erklärt, was genau wir pflanzen. Wir setzen vier Samen. Was auch immer in die Erde ein. Also der Mosko ist dann, wird auch genau erklären, welche Arten von Regenwaldbäumen das sind. Ja. Und auch mehrere Anpflanzungen von verschiedenen Sachen. Ich habe schon auf dem Beutel gesehen, was hier angepflanzt wird. Und in dem Sinne werden auch verschiedene andere Sachen. Hier sieht man schon die ersten Anpflanzungen, die vor ein paar Tagen passiert sind. Hier ist das Gebiet nach Guanacaste. Man kann sogar teilweise bis hinter den Pazifik schauen, wenn man hier vorzoomt. Ja, da hinten sieht man den Pazifik schon. Es ist mitten im Nordwesten Costa Ricas, im Gebiet von Guanacaste. Hier haben wir auch noch verschiedene andere Anpflanzungen, die hier auch gemacht werden. Hier sind verschiedene andere Gärten, wo auch für die Biofarm bestimmte Sachen angepflanzt werden. Und hier drinnen haben wir verschiedene Pflanzen, die zur Anpflanzung der einzelnen Gärten dienen. Verschiedene Regenwaldbäume und auch gleichzeitig andere Pflanzen, die hier gepflanzt werden. Das ist im Übrigen ein typisches Haus hier in Costa Rica und in Mittelamerika. Man sieht hier immer die Hängematte. Rustikalen Stil hingebaut für die Anpflanzung, für die Gärtnerei hier. Die Hunde.
Man kann sich hier bei uns betätigen als Volontär oder Freiwilliger. Und um nachhaltig auch für die Natur etwas tun zu können, hier sind andere Pflanzen. Und hier sieht man auch schon an den Hängen des Nationalparks Rincón de Viajar in Guanacaste.